Guten Tag, liebe Freunde. Wir befinden uns bei mir zu Hause, heute hinter der Kamera. Jemand ganz anderes. Das zweite Mal bei dir. Wir erinnern uns an Mallorca. Da hatten wir schon den lieben René hinter der Kamera und der ist heute auch wieder da. Ich freue mich auf jeden Fall. Als allererstes, wir haben relativ früh, wir wollen gleich ins Training und holen Tommy ab. Deshalb habe ich mir das Baby gekauft. Reis. Reis mit Whey, meine neue Lieblingsmahlzeit. Verdaut euch richtig schnell. Könnt natürlich auch Rice Pudding benutzen. Wir haben mein neues Lieblings-Whey. Es kommt wahrscheinlich auch raus, wenn ihr das Video online ist. Carrot Cake. Das mache ich immer folgendermaßen. Ich mische das immer mit Wasser an und kipp das dann quasi so drüber. Das Ganze bereiten wir jetzt mal zu. Wie ist so dein aktueller Status? Also ich meine, deine Zuschauer wissen es vielleicht. Ich weiß es auch schon vielleicht, weil ich dich gerade schon oft kennengefragt habe. Du bist Minicard ohne speziellen Fibo-Minicard. Wie alle wahrscheinlich, oder? Ja, also ich nehme die Fibo so ein bisschen als Anlass. Ich möchte einfach meinen KFA bisschen senken, weil ich reingeschissen habe und ein bisschen mich überfressen habe nach den Wettkämpfen. Wir haben das nicht, wir wollten halt ein bisschen den KFA senken. Und ab dann geht es halt wieder in den Aufbau. Ich will dann noch so 4-5 Kilo aufbauen, bis ich an meinem Gewichtslimit bin. Und dann geht es wieder ab zum Wettkampf nächstes Jahr. Jetzt, wo du wahrscheinlich der letzte Athlet bei Johannes bist, wird der wahrscheinlich noch mehr Zeit für dich haben, oder? Ich habe übrigens noch was mitgebracht. Oh je, ein Gastgeschenk, weil es ja... Warm auf jeden Fall, ist man im... Das war meine Tasche, ja. Hast du ein Fingerboard, ein Skateboard? Oh! Herr Lieb! Ich dachte, es kommt irgendein Trash-Geschenk. Nein. Alter, vielen Dank. Von mir gibt es keine Trash-Geschenke. Hey, das ist ja voll geil. Der Junge, Arnold Classic UK. Der Kollege war da. Ich hoffe, ich irgendwann auch. Oh, hey, habe ich leider verloren, glaube ich. Geisteskrank. Für einen Rucksack vielleicht oder so. Safe. Ich glaube, ich habe schon mal irgendwann gesehen, oder? Ja, schön. Irgendwann, ja. So, meine Damen und Herren, wir sind angekommen. Wir haben ein bisschen Probleme mit dem Equipment. Tommy sitzt schon da unten, der Handwerker. Ich glaube, dann, ja, das ging richtig. Gibt mir so ein bisschen Power auf, weil normal funktioniert es. Digga, was machst du denn da? Ja, jetzt drin, aber bei 75. Nach dem kurzen Boxenstopp, okay. Fangen wir mal. Wofür trainierst du denn eigentlich? Ich? Das würde mich mal interessieren. Ich habe das Ziel, auf die Bühne zu starten. Tatsächlich, ja? Ja, ich möchte auf die Bühne. Wann? Schon was geplant? Dieses Jahr, nächstes Jahr? Also ich habe jetzt einen Coachwechsel. Eigentlich war geplant. Das ist aber nicht zu Johannes, oder? Nein. Sehr gut. Ich habe dieses Jahr geplant gehabt. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, weil ich, wie gesagt, einen Coachwechsel habe. Deswegen könnte es sogar aufs nächste Jahr gehen. Und ich will sagen, zu welchem Coach du gegangen bist. Mein Coach steht hier. Nein. Da. Lars, du bist jetzt Coach. Ich bin schon länger Coach. Ich habe einige Klienten. Ich habe, glaube ich, 60 Leute, die ich so Lifestyle betreue. Und Tommy wird jetzt so das erste Projekt, was auf die Bühne geht. Weiß man das schon? Nee. Also haben wir jetzt quasi schon vielleicht einen Videotitel. Ja, vielleicht, eventuell. Vielleicht mache ich ja William Konkurrent. Bald kommt Johnny. Wie viel wiegst du? 95? Nee, 108. 108? Ja. Und der Alter, die letzten Wochen sind geistkrank nach vorne gegangen. Classic oder Bodybuilding? Ja. Nee, Classic. Classic. Und wie alt bist du? Ich bin 21. Ich mache das aber jetzt auch schon fast 6 Jahre. Und okay. Habe mich auch ein Jahr lang davor vorbereitet, ja, bevor ich überhaupt angefangen habe. Und das ist wirklich minimal dosiert. Ja, also wenn die meisten Leute das denken, sehen würden, dann würden die es nicht glauben. Den Progress, den du jetzt in den letzten Wochen gemacht hast, ich trainiere ja jedes Training mit Tommy, das ist geisteskrank. Wir haben alle aufeinander abgestimmt. Wir gehen immer so trainieren, dass wir zusammen trainieren gehen. Und beide haben sich so krass in den Trainings gesteigert, das ist wirklich heftig. Die muss man allein machen. Ja. Das geht, komm. Ja. Cool. Komm, Junge. Mach mal ernst. 2. Letzter. Was trinkst du für ein Parfum? Heute Eigenduft. Eigenduft? Ja, gerade aktuell nicht, aber ansonsten Bruno Bananen. Au, weia. Was sagst du dazu? Ich glaube, Tommy, kriege ich nächstes Mal einen Duft mal mit. René ist auch ein paar Vögel drin, deshalb. Es geht. Wirklich ganz unterste. Anfänger. Ja. Unterste Schublade. Unterste Schublade. Jetzt wird's wichtig, komm. Oh yeah, oh yeah. Jetzt komm ich.
dein Trainingspartner hinter dir steht und sagt, ich komme. Wir wussten nicht mal, wie hoch der Sitz sein muss, selbst wenn Tommy sich das abfotografiert. Das ist gut. Wenn man so eine Einstellung hat und sich so denkt, Alter, das ist es, genau die Höhe. Schaut immer, wenn ihr unilaterale Übungen macht, dass ihr nach der einen Seite Pause macht, sonst habt ihr Ausdauerversagen bei der anderen Wand meistens. Ja, warum jetzt nochmal Latzug? Weil das andere war mehr für den richtigen Latt. Und hier haben wir noch ein bisschen mehr äußeren Teres Major, Teres Minor. Man kann das natürlich nicht immer ganz so trennen. Da ist auch Latt dabei. Aber wir versuchen trotzdem die Tendenzen immer so darauf zu bringen, die Schwächen rauszubringen. Latt ist also deine Schwachstelle? Auf jeden Fall. Okay. Der ganze Körper ist eine Schwachstelle bei mir. Hier stelle ich mir eine Doppel-Bizeps-Pose von hinten vor. Versuche nicht meinen Arm so nach oben schießen zu lassen, die Schulterblätter unten zu lassen. Fixiert. Und zur Seite raus reinzuziehen. Habe ich oft auf die Fresse viel bekommen, was ich dann ab und zu mal Ausgang habe. Jo, du übertreibst so, Alter. Du hast gesagt, ich soll den Scheiß sein lassen. Dachte ich schon, jetzt geht's gleich los. Er heißt eigentlich Tommy. Er heißt eigentlich, pass auf, Tommy Lee Tom ist sein Vorname. Echt? Tommy Lee mit Bindestrich und dann nochmal Tom. Und wir haben so viele neue Namen. Ich habe ihn Tomek genannt, weil ich finde, sieht ein bisschen aus wie so ein Pole. Oh, Kurva. Es passt gut zu ihm. Bist du Deutscher? Ja, ich bin Deutscher. Voll Deutsch, aber alle glauben, dass er Pole ist, weil er Tomek jetzt genannt wird und sich auch so genannt hat. Dann haben andere Leute aus meiner Story geschrieben, andere Spitznamen. Tom Baumarkt, wegen dem zweiten Tom in seinem Namen, warum auch immer das da ist. Kannst du mir mal erklären, warum ist das hinten? Also damals 2002, so wurde mir das erklärt, war das so, dass Tommy und Lee sind sächlich. Tommy ist in Amerika, auch für Frauen, und Lee halt für die asiatischen Länder. Da kannst du auch Männer und Frauen so benennen. Und die wollten damals im Krankenhaus mein Geschlecht bestimmen und deswegen haben die gesagt, Tom muss da noch dahinter. Also ein männlicher Name. Einfach nochmal so einen hinten dran geklatscht. Tommy Senf haben wir auch. Das ist unser gutes Theba-Rudern für unseren oberen Rücken, der auch einer der Parts ist, die bei mir am schlechtesten sind. Da oben, und damit treffen wir das am besten. Versteht sich das der Coach, oder? Versteht, ja. Rückentiefe so. Mit Back. Versuch schon nach oben in Trapez zu ziehen, aber meistens auch so zwischen den Schulterblättern, da hängt es bei mir am wenigsten. Ja. Haben wir jetzt 4 drauf, ich dachte 3. Oh, ja. Entschuldigung. Ich wollte den Coach wieder sabotieren. Oh. Komm. Was die Leute auch noch nicht wissen, seit letztem Video, was wir gemacht haben. Jetzt im Minicut haben wir schon gesagt, mein Gewicht heute Morgen war 126,5. Ich habe mit 133 angefangen. Also jetzt wirklich schon einiges runter. Ja. Ist auf jeden Fall schwerer als die McFit. Ja. McFit mache ich 100 Kilo und hier finde ich die 60. Elektrolyte, Carbs, Salz und Wasser. Diese Sachen und dein Training ist wirklich viel besser. Du bist komplett dehydriert, was viel, also Carbs sind eh essentiell fürs Training. Ich merke so einen geistesgestörten Unterschied. Kann jeder mal zu Hause nachmachen. Ohne das alles und mit dem ganzen ins Training. Trainingsperformance ist viel, viel besser und dadurch auch mehr Muskelreiz, mehr Muskelwachstum. Yes!
Ich habe gerade gesagt, dass das Training für mich relativ wenig vorkommt. Mhm. Also ich trainiere nicht mit, aber erstmal so vom Aufwand und von dem, was wir bisher gemacht haben. Ja, also einer hat es mal gut gesagt, Bodybuilding ist kein Leidenscontest. In gewisser Weise natürlich schon, man muss sehr viel Opfer bringen, aber ich sage es euch so viel, wenn Bodybuilding nur das wäre, wer kann am meisten aushalten, am wenigsten essen, am meisten Cardio machen, am härtesten, am längsten trainieren, dann wäre ich viel krasser, als ich jetzt bin. Ich bin es einfach nicht. Ich kann wirklich extrem leiden, aber ich habe gemerkt, dass ab einem gewissen Punkt mehr nicht mehr bringt und so ist es auch im Training. Wir haben es schlau aufgeteilt. Wir haben ziemlich viel, also wenig Volumen, dafür höhere Frequenz, also zweimal die Woche jeden Muskel und das auf die Schwächen aufgeteilt. Und es ist nicht, je mehr du im Rücken machst, desto mehr Muskeln baust du auf, weil irgendwann hast du einen Punkt, wo du nicht mehr regenerieren kannst als ein gewisses Volumen. Und wenn du jedes Mal ins nächste Training gehst, ins Rückentraining und dann Muskelkater noch vom letzten Training hast, guess what, dann hast du wahrscheinlich zu viel Volumen gemacht. Zu viel Junk-Volumen, was nicht effektiver Muskelversagen ist. So haben wir weniger Volumen, dafür intensiver und öfter wieder. Gib nicht auf, komm! Noch ein. Also das hier habe ich von meiner Freundin bekommen. Aber das hier habe ich aus Polen. Das ist aus Polen. Ja. Aus Polen findet man richtig geile Sachen sogar. Leute, also, kennen. Ich habe eben schon mit René drüber unterhalten. Der Polenmarkt in Slowice, da gibt es richtig geile Oldschool. Da gibt es wirklich so Oldschool. Bodybuilding, ich weiß, diese Hosen und so. Also genau. Und auch gar nicht, also ich hatte eine weiße, die hatte nur dann schwarze Streifen. Die war zusammen damit. Und ich glaube, ich hatte dafür 30, 40 Euro gezahlt, irgendwie so. Wenn der Lapa-Pump ist bei dir, ja, kriegst du eine ganz andere... Andere Frame, ja. Weil deine Taille dann noch schmaler wird, leider in der Classic nicht. Nee, ehrlich. kannst du nur so stehen. So. Auch Side Chest? Auch sehr schön. Super Linie. Ich finde, die hintere kriegen wir jetzt immer besser, ja, hin. Ja, wir müssen auch mal schnell, weil hier ein bisschen Pump ist gerade, aber... Wir haben jetzt auch das Volumen so aufgeteilt, dass wir hintere auch öfter haben. Das ist auch einer unserer Schwächen. Ja, wir haben eigentlich relativ ähnliche Schwächen. Dein Rücken ist auf jeden Fall besser, ja. Aber Brust hängt man das Bein hinterher. Ja, Brust ist bei mir auch. Also viele sagen, meine Brust ist besser geworden, aber trotzdem noch Schwächen. Ja, meine von mir. Sagen wir mal so, sind wir acht. Hau mal jetzt deinen besten Berliner Verabschiedungsspruch raus. Mein besten Berliner? Ja, so wie bis deine Antenne. Ja, haust du rein. Oder haust du? Haust du rein, Brian. Haust du rein. Brian. Oder haust du. Tommy hat Simon nicht verstanden, aber du hast gut gerettet jetzt noch. Proteinlimonade haben wir heute, könnt ihr gerne mit Code Ludwig oder Stoffig bei ES entspannen. Prost, wir müssen auch noch an unseren Placements arbeiten. Machen wir brauchen immer coole Placements. Okay. Das ist geil. Ich finde das richtig lecker. Das war ein gutes Placement. Das war ein super Placement. Sag das nochmal. Sag das mal laut in die Kamera, Digga. Mach mal nochmal richtig rein. Boah, mit Ludwig schmeckt noch viel besser. Mann, das macht Spaß. Musst du doch nicht nochmal machen. Doch. Übelst geil. Am besten mit dem Code. Gab's die Boxlau mit Bass? Ja, dann lass uns doch direkt mal in die Fleischabteilung gehen. Dann gehen wir doch direkt mal, meine lieben Damen und Herren, in die Fleischabteilung. Vorher muss ich auch sagen, am Ende der Diät, dann Anfang Aufbau, schon ein bisschen Trash gegessen und habe mich meinen Gelüsten hingegeben. Aber mittlerweile habe ich das echt gut aufgeräumt bekommen. Dadurch sind jetzt auch extrem viel Wasser und Fett rausgegangen. Also ich skippe kein Meal mehr, skippe alles nur noch nach Plan. Und vor allem jetzt nicht mehr Fleisch, mehr Real Food, Rice Pudding und so weiter, Reis. Hauptsächlich sehr viel Carbs, das ist der Unterschied zu vorher. Also extrem viel Carbs, Medium Eiweiß momentan und relativ wenig Fett. Deshalb versuche ich immer mageres Fleisch zu bekommen. Mhm. Sind mit der Metro natürlich genau richtig. Ich gucke gerade nur, welches Cut ich genau nehme. Alter. Ah, guck mal hier. Nee, das ist Sahne, wa? Sahne, Joghurt. Ah, genau. Joghurt. Der sieht gut aus, Alter. 5 Kilo. Jetzt am Tag 500 Gramm. Ja, in 10 Tage. Eigentlich stabil. Wie lange ist der haltbar? 11.04. Ja, komm, Chef. Kutenbrustfilet, 800 Gramm, 2 Tage, nehmen wir mit. Also zusammenfassend kann man jetzt sagen,
die letzte Zeit ist nicht so verlaufen, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Den Rebound habe ich auch ziemlich gut mitgenommen und ich würde auch sagen, direkt nach dem Wettkampf war es auch okay. Und dann bin ich so ein bisschen Larifari geworden. Ein paar mehr Lebensmittel gegessen, auf die ich einfach Lust hatte, weil man so lange nichts hatte. Ich glaube, jeder, der Wettkampf gemacht hat, wird es auch kennen. Aber auch da zählt es dann, sich zu disziplinieren. Und vor allem jetzt ist es halt wirklich sehr, sehr geil. Ich bin richtig stolz, dass das momentan alles so gut läuft. Das Training mit Tommy läuft geisteskrank. Schlaf läuft super. Ernährung auch. Ich habe jedes Meal wieder wie in der Prep. Und seitdem läuft es auch wieder. Also das Fazit von dem Ganzen, je besser ihr in allen drei Bereichen werdet, Schlaf, Training, Ernährung, desto bessere Ergebnisse kommen auf jeden Fall auch raus. Außerdem habe ich Bock, jetzt in Zukunft genauso weiterzumachen. Und ich denke, dann wird es auch was mit meinen Plänen vom richtigen Bodybuilding. Let's go. So Leute, fertig geshoppt. Da habe ich auch richtig Kohldampf. Ich sage euch, wie es ist. Das war's mit einer weiteren Folge Stoffweg. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das sind deine Autos? Ja. Üben wir nochmal.